Hallo, herzlich willkommen zurück zu unserem FIFA 12 Let's Play. Heute steht das nächste Saisonspiel an der Reihe. Jetzt schauen wir gerade mal, das letzte haben wir unentschieden gespielt. Das davor haben wir gewonnen. Unser Verein Silkeborg IF ist im Moment auf Platz 5 der dänischen Superliga mit 4 Punkten aus 3 Spielen. Ja, könnte natürlich besser sein. Ziel ist es, einen Mittelfeldplatz zu erreichen. Den hätten wir im Moment ja. Allerdings ist da noch einiges zu spielen. Mal schauen, gegen wen wir als nächstes ran dürfen. Das ist also auf jeden Fall ein Heimspiel. Das ist gut. Zu Hause haben wir auch gegen Kopenhagen gewonnen. Und jetzt spielen wir gegen Aalborg, wenn ich das richtig gesehen habe. Auf Platz 3 im Moment. Also müssten die genauso viele Punkte haben wie wir, auch 4. Gehen wir mal an. Nächste Partie. Gegen Aalborg. Jawohl, Aalborg BK. Hey, der hat denselben Friseur wie ich. Ah. Würde ich mal auf dem Spielfeld fragen. Okay, wir spielen im linken Mittelfeld, wie gehabt. Und heute versuchen wir mal, ein erstes Tor zu machen. Also jetzt. Oh ja, der war schon mal drin. Im Spiel sollte uns das mal gelingen. Schauen wir mal. Zu Hause haben wir auf jeden Fall die Unterstützung des Publikums. Gewohnte Aufstellung. Verletzt ist, glaube ich, keiner. Wir spielen Rot. Aalborg in Schwarz. Okay, gehen wir gleich mal Vollgas. Jawohl, der hat mir den Ball abgefangen. Und dann geht's schnell nach vorne. Wow. Sauber gemacht. Jetzt liegen quer. Ach Gott. Ja! Da war doch schon mal gleich eine gute Chance. Und da fehlt ein Meter, wa? Bisschen näher am Tor, wenn ich gestanden wäre. Dann wäre er drin gewesen. Dann wäre er drin gewesen. Der linke ist aber auch nicht mein starker Fuß. Das hätte ich vielleicht nochmal versucht umzulegen und dann eher mit der Innenseite geschossen. Ja, beim nächsten Mal vielleicht. So, jetzt. Bisschen Freistoß. Ja. Gefährliche Situation hier. Ach, Schade. Hol euch mal einen Ball, ich warte hier. Ja, das war doof. Das war doof. Oh, den hol ich. Schade. Was pfeift denn jetzt? Abseits. Ja. Knapp. Aber es war's. Okay, eine gute Chance habe ich schon versemmelt jetzt hier. Hey. Geht's so gut. Den habe ich abgefangen. Aber er kommt schon wieder. Ach, da habe ich aufgepasst. Ah, was macht ihr für ein Scheiße? Gut, mal schön nach vorne spielen. Ach, der war wirklich schlecht, würde ich sagen, ne?
Gießen habe ich gut gedacht, aber leider ist er nicht angekommen. Das sollte unseren Stürmer im Lauf erreichen. Ah, Mann, jetzt vielleicht mal ein Angriff. Rechts. Oh, gerade noch drin gewesen. Ah, da hat man wahrscheinlich das Spiel aufgepasst. Aufpassen. Ah, im Moment läuft noch nichts so wirklich zusammen. Alborg scheint ein bisschen ballsicherer zu sein. Jetzt kommen wir so schön nach vorne. Prima. Achtung. Jetzt vielleicht. Unsere Stürmer stehen da immer. Jetzt vielleicht. Komm, mach rein! Jetzt! Nein! Den hat er knapp vorbeigefasst. Über rechts geht immer mehr als über links. Das ist so ein bisschen. Komm mal, eine schöne Flanke jetzt. Ach, da war auch Hand! Mann, oh Mann! Schade, schön abgezogen direkt. Aber leider stand er da im Weg. Ja, wieder vorbei am Pfosten. Na gut, dann hätte ich jetzt selbst auch nicht besser machen können, wahrscheinlich. Ah, 30 Minuten gespielt und immer noch nichts Zählbares rausgekommen. Achtung, Achtung. Ah, da eingeschlagen. Einen richtigen Torschuss haben sie gebraucht, der war gleich drin. Crazy. Ja. Ausgeguckt und schön mit Gefühl in lange Ecke. Tja, da hat der Tom mal nur geguckt. Viel mehr machen konnte da auch nicht. Ach, Jungs, schlägt so an. Komm ich, die Linie. Mist, ich gebe mir aber auch keinen Zweikampf. Warte mal, ich hoffe mal. So, bin mal gespannt, ob ich hier was Vernünftiges aufziehen kann. Überzahl spielen wir auf jeden Fall nicht. Schön über außen. Kopfball! Nein! Nochmal! Nein! Ach, Halbzeit. Ach, da wäre nochmal die Chance gewesen, jetzt hier nicht mal zum Kopfball zu kommen, aber. Ah, Mann. Also, muss eigentlich mehr gehen in der zweiten Halbzeit. Die haben einmal wirklich richtig auf unser Tor geschossen. Gefährlich waren sie ein, zwei Mal schon am Tor.
Geschossen haben sie, glaube ich, wirklich nur einmal und der hat gleich gepasst. Ach. Da darf jetzt mehr gehen in der zweiten Halbzeit. Aber bitte. Was? Oh, ich habe doch gar nicht faul gemacht. Bitte. Ach, Mist. Ach, schade. Ich habe gedacht, ich könnte vielleicht irgendwo dann den Ball abfangen. Oh, im Laufduell. Und jetzt schon wieder. Ah. Oh. Es ist mir zu einfach, wie der Gegner sich dadurch in seinen in den Strafraum reinpasst. Ich kann ja nicht überall stehen. Kommt, was auf. Hey, jetzt kriegt. Aber für uns, ja, der ist reingekratscht. Jetzt wechseln sie. Ey, Jungs, 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 Jungs. Schmeißt immer noch einen Schritt nach vorne. Oh, ach Gott. Bin nicht hingekommen, ne? Annehmen den Ball. Ach nein, aufs Tor, Mann. Ach, da ist er gestört worden vom Abwehrspieler. Mann, oh Mann, oh Mann, es ist eine Stunde rum und wir liegen schon wieder 1-0 hinten. Das ist doch echt ein Kreuzer in der Mannschaft. Ach, bring doch die Flanke, Kollege. Na, den habe ich jetzt nochmal sauber übernommen. Leider gibt es dafür keine Extrapunkte. Auf. 70 Minuten vorbei. Ich sehe, es wird unsere zweite Saisonniederlage. Viel zu einfach geht es da. Viel zu einfach geht es in der Verteidigung. Hat er den noch? Ach, Scheiße. Schütze wird ausgewechselt. Ey, wird der denn zu mir passen? Ich mache uns gleich den Guerrero da.
Jetzt vielleicht nochmal. Nicht weg vom Tor. Ach, der spielt ja mal weg vom Tor. Also. Jetzt darf ich ja nochmal einen Eckball schlagen, ja. Mal gucken, ob mal einer aufs Tor kommt. Natürlich nicht. Ach, jetzt kommt dann die schon wieder. Warum muss auch ich mal die Eckbälle machen? Trainer, sag doch mal was. 80. Minute. Wenn er noch einmal durchkommt, ey, können wir vielleicht noch den Ausgleich schaffen. Minuten noch zu spielen. Ja, für uns. Kommt, Junge, jetzt letzter Angriff. Es muss noch was gehen hier. So, jetzt kommt hier nochmal, jetzt geht Puri raus, unser Mittelstürmer ist das, ne? Das nochmal mit letzten Kräften. Alles nach vorne werfen jetzt. Die Roten sind wir. Dumbatze. Schnell jetzt. Nach vorne. Ach, jetzt gehen wir hier von unten rein. Oh nee, was ist denn jetzt schon wieder los? Ach, Mann, oh Mann. Weiter jetzt hier. Scheiß Mist. Ach, Spiel vorbei. So ein... Ach, ja. Würde ich sagen, haben wir verdient einen auf den Sack bekommen. Ich glaube, wir hatten nur in den ersten 10 Minuten Torchancen danach. Waren die hinten einfach zu sicher gestanden. Also unsere Angriffe sind ins Leere gelaufen. Da war nichts zu holen. Nichts zu holen. Ja. Mit hängenden Köpfen schleichen wir vom Platz. Kann nichts machen. Dumme Laufen. Mit einem Torschuss haben sie es geschafft, ja, uns... Besten Spieler des Tages, Bogelund. Ist das mein Gegenspieler oder was? Ah ja. Was will man machen? Verloren. 1:0. So. Ich habe eine Wadenzerrung. 7 Tage Ruhezeit. Naja, dann würde ich doch fast sagen. Bin ich jetzt beim nächsten Spiel dabei? Kann man gleich mal sehen. Falls nämlich nicht, dann könnte ich dieses Spiel jetzt gleich noch simulieren. Aber ich glaube, das sind mehr als 7 Tage, die wir hier verstreichen, sodass ich eigentlich wieder dabei sein sollte. Ich kann ja gerade noch mal in den Mannschaftsbericht hier reinschauen. Ganz unten. Ich bin momentan gesund. Ne, okay, ne, kann ich ja doch mitspielen. Okay, dann beenden wir wieder an dieser Stelle und bis die Tage, bis zum nächsten Spiel. Macht's gut. Ciao, ciao.